Hey, Ich habe auch was gehört, was ist das? Hallo, liebe Bücherwürmer! Hallo! Jenny ist da und das kann nur eins bedeuten. Wir haben wieder ein Get Digital Unboxing für euch. Die neue Lootbox ist eingetroffen für dieses Jahr. Das letzte Mal, Jenny! Can you believe it? Nein, das ist einfach so schnell umgegangen. Ja, mega krass, oder? Und wir haben dieses Mal auch ein ganz tolles Upgrade, nachdem das am letzten Mal ja gefehlt hatte. Und zwar zum Thema Star Trek! Da bin ich mal gespannt, was dann drin ist. Ist ja eher Jennys Thematik. Ich bin ja nicht so ein Star Trek drinne. Noch ein letztes Mal für dieses Jahr. Deine Hausaufgaben. Mal. Das klingt so episch, ein letztes Mal. Die Get Digital Lootbox, die könnt ihr in drei verschiedenen Paketen buchen. Und zwar einmalig als einzelnes Paket, dann einmal im Abo für 3 Monate oder für ein ganzes Jahr. Und wenn ihr die direkt bestellen wollt, dann könnt ihr auf get.digital/liberiarium vorbeischauen. Da könnt ihr die Box dann nämlich direkt kaufen. Die Lootbox kam dieses Mal in einem Pizzakarton. Aber mit einem schönen Sticker. Richtig, mit einem schönen Sticker. Ja, ich war nämlich total irritiert. Ich dachte nämlich, das wäre ein Special. Deswegen habe ich den Karton schon mal aufgemacht, aber ich habe noch nicht reingesehen. Ich habe quasi so gemacht. Also, alles wie immer. Das Problem ist, wir müssen jetzt wahrscheinlich die Augen zumachen, um was rauszuholen. Aber ich versuche erst... Hier ist irgendwas Flauschiges. Das ist nicht das T-Shirt. Ich versuche, das T-Shirt rauszufischen, was vermutlich unmöglich sein wird. Das hier könnte es sein. Bitte nimm es. Es ist es. Oh, ein Weihnachtsgirl, der ist ja niedlich. Ich finde das cool, dass es jetzt passend zu Weihnachten auch ein Weihnachtsshirt gibt. Ja, das finde ich auch toll. Und der ist ja mal ultra süß. Ja. Merry Christmas. Ja. Okay. So, Jenny, versuch mal reinzufummeln. Das fühlt sich an wie Socken. Geil! Das sind Alien-Wintersocken. Boah, vor allem sind das so richtig krasse Flausche-Socken. Yeah. Anti-Rutsch-Beschichtigung. Ja. Einheitsgröße. Geil. Boah, ey. Ich bin so ein Sockenfan. Also mit Socken kann man mir immer eine Freude machen. So absurd das halt auch ist, ne? Aber auch ultra dick. Ja, und ultra flauschig. Ja. Und wir haben hier Rentiere, die hochgebeamt werden. Das finde ich total cool. Ultra niedlich. Sehr cool. Sehr gut. Ich mag dieses weihnachtliche Thema. Ja, ich auch. Oh mein Gott! Ich dachte erst so, hä? Ich habe auch was gehört, was ist das? Aber es ist ein Captain America Funwender. Mega! Get Digital weiß, dass wir unbedingt Sachen für die Küche haben wollen. Wie geil! Metallspatel, um es noch besser zu sagen. Geil! Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Den finde ich richtig cool. Den finde ich auch richtig cool. Das sind ja nur gute Sachen. Damit kann man nämlich seine weihnachtlichen Pancakes umdrehen. Okay, ich habe jetzt eine Tüte. Ich ziehe die Tüte raus. Okay. Dann machen wir erstmal mit den kleinen Teilen weiter. Oh, ein AT-AT-Sticker! Davon gab es ja auch mal so ein T-Shirt von Get Digital. Das ist immer noch mein absolutes Lieblings-Get Digital T-Shirt. Eine Leseprobe vielleicht? Ah, ja, würde ich auch sagen. Ah, ja gut, dann ist es logisch. Eine Leseprobe, ja, für das Game of Thrones Kochbuch. Lustigerweise besitze ich das schon. Also wird sich jemand anderes über diese Leseprobe freuen? Stimme Kato. Eine Einladung. Nakatomi. Verehrte Angestellte, Partner, Freunde und Angehörige, nach einem überaus erfolgreichen Jahr 1988 wollen wir uns gemeinsam leisten und einer großen Weihnachtsfeier würdigen. Wir laden Sie daher mit uns am 4. Dezember in Los Angeles zu feiern. Es erwarten Sie geselliges... Okay, sollen wir gleich mal nachschauen. Oh, Chemie, den Witz verstehe ich leider auch nicht. Hier ist was Süßes. Tee, es ist nichts Süßes, es ist Tee. Pine Nuts, Walnuts, Jobs, Tears, Tee. Ja, das ist irgendwas mit Nüssen, Tee mit Nüsschen. Das ist wie diese Cappuccinos, die man machen kann. Und als letztes Wein komme ich. Oh. Conan, bla bla bla. Ja, so in etwa geht's auch los. Ja. Ist das von Splitter? Ja. Ah, okay. Jenseits des schwarzen Flusses. Conan, der Cimmerian. Weil ich absolut keine Ahnung von Conan habe. Ich auch nicht. Ist nicht ganz so meins. Gott, die Box ist immer noch so krass schwer, ey. Ich hol jetzt mal das hier. Oh, ein Star Trek Buch. Oh, man sieht das nicht, weil es spiegelt. Star Trek und Green Lantern. Ah, Spectrum War. Das ist ein Comic und der ist auf Englisch. Ja, keine Ahnung, was Green Lantern mit Star Trek zu tun hat, aber wir werden es herausfinden. Ich sehe das nächste schon. Das ist auch Star Trek. Noch ein Buch. Noch ein Buch. Volume 3. Das war Volume 1. Also lass uns raten, dass Volume 2 noch da drin ist. Also, eine Graphic Novel Collection ist es sozusagen. Hat 3 verschiedene Universen. Nämlich einmal aus den Filmen mit Chris Pine und Zachary Quinto, William Shatner und Leonard Nimoy und mit Patrick Stewart als Picard. Und da eine kommt Sache durch. Ist noch drin. Oh mein Gott. Nicht nur eine Sache. Kalender! Ich denke auch mal, das ist der neue Kalender. Wäre jetzt so voll der Trollo-Move, wenn das einfach alles nur
weiß wer. Ja, Get Digital Nerdkalender! Ich bin allen Ereignissen, Geburtstagen und Feiertagen für echte Nerds. Ich hab so darauf gehofft. Ja, ich auch. Der hängt bei uns nämlich in der Küche und wir lieben ihn. Komm, wir gucken, was auf deinem Geburtstag ist. Erster Tag der Eulerschen Zahl. Community Manager Appreciation Day. Oh mein Gott. Hm. Jetzt müssen wir auch gucken, was an deinem Geburtstag ist. Mein Geburtstag ist natürlich wieder nichts. Aber immerhin hast du Marvel in deinem Monat. Ja, okay. Ja, stimmt. It's a me! März! April. Geil. Geil. Oh Gott! Krass! Ein Farko. Süß. Niedlich, ey. Oh mein Gott, Lego. Total niedlich. Ah, der Vault Boy! Mega süß. Terminator. Die Maya! So. Uli! Ich freue mich schon auf den neuen Kalender. Geil! Geil! Ein W20 alle Dungeons und Dragons Fans. Ein W20 Christbaumkugel. Papercut. Ja, da darf der Jan gleich basteln. Da haben wir. Süß. Ja, Cthulhu, der mit seinem Captain America Pulli im Kamin sitzt. Geek Button. So, um da die Erklärung zu machen für den Button. Ah. Button Koffein. Auch wenn dieser Button kein Koffein enthält, wird dir sein Anblick hoffentlich zusätzliche Energie geben. Oder du benutzt ihn als Erinnerung, dass du dir Kaffee holen wolltest. Einladungskarte Weihnachtsfeier Nakatomi Plaza. Stirb langsam. Okay. Ja, stirb langsam habe ich einmal gesehen und das vor 1000 Jahren. So, und der Tee ist ein koreanischer Hiobstränentee. In Korea gibt es nicht nur grünen Tee, Hiobstränentee wird dort beispielsweise vor allem im Winter getrunken. Der Tee ist sehr nussig und herzhaft. Das nächste Upgrade ist da! Jawohl! Sehr, sehr geil. Da freue ich mich mega drauf, weil das ist ja genau mein Thema, ne? Und in der nächsten Lootbox kriegt man 1 bis 2 zusätzliche Artikel dann zum Thema Star Wars eben im Wert von über 22 Euro. Man zahlt aber nur 10,95 Euro, weil man ja 50% Rabatt darauf kriegt. Man kann das flexibel kündigen, jeden Monat und dazu bestellen, was ich immer mega geil finde. Da freue ich mich schon total drauf. Ja, hier ist noch ein Zettel zur legendären Lootbox, die Wichtelbox. Das habt ihr ja schon auf meinem Kanal gesehen, wie wir hier rumgewichtelt haben und rumgespielt haben. Also ich werde euch das Video gerne nochmal aufs i packen und in die Infobox, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Ja, und wenn ihr noch eine Box von früher haben wollt, dann gibt es die Respawn Lootbox. Das ist Loot aus den letzten Jahren. Und das könnt ihr bestellen auf gdlink.de/respawn. Ja, und das war's auch wieder von heute. Jenny, was war denn dein Favorite Item? Ich glaube, der Captain America Funwender. Ja, bei mir der Kalender, würde ich sagen. Also ich fand's wieder richtig, richtig toll. Es waren schöne weihnachtliche Sachen dabei. Ja. Passt zum Dezember. Wenn ihr jetzt noch eure eigene Get Digital Box bestellen wollt, dann könnt ihr das unter get.digital/liberiarium tun. Vielen, vielen Dank wieder an die Get Digital Lootbox. Wir freuen uns schon auf das Unboxing im Jahr 2020. Ja. Schreibt uns gerne mal in die Infobox, welches Item ihr dann am besten fandet. Und ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, wie ihr Weihnachten so verbracht habt und was es so unterm Tannenbaum gab. Damit verabschieden wir uns für dieses Jahr von Get Digital und vom Unboxing und ich weiß nicht mehr, was ich sage. Von euch. Nee, von euch nicht. Ihr werdet uns noch sehen. Naja, aber wir verabschieden uns für heute. Für heute. Seid uns nicht los, tut mir leid. Das war's von uns. Wir sehen uns dann. Tschüss, liebe Bücherwürmer. Tschüss. Lass uns nicht lange fackeln. Oh. Ich halte es vor meinem Gesicht. Die Leute sehen das nicht, wenn du es nur für dich guckst.